about us. He's done shows in New York and DC and California. But what about Wisconsin? I mean, people here are struggling, and we need a governor who cares about us. In the last year, Wisconsin was dead last in job creation, and we have lost more jobs than any other state. Walker fuhr eine geschickte Kampagne und sagte, kann ja nicht sein, dass Wahlen einfach wiederholt werden. I didn't vote for Governor Walker. I didn't vote for Scott Walker, Joe, but I definitely against this recall. I think my vote makes a difference, but I think the recalls are going to diminish the value of a vote. Well, if we start having recall after recall, I believe that your vote truly doesn't count. Why vote? If somebody's just going to go out and sign a petition to recall it anyway. Das Ergebnis, Walker kann im Amt bleiben, hat sogar deutlich gegen seinen demokratischen Herausforderer gewonnen. Die Republikaner und Mitt Romney spüren nun Rückenwind, sprechen von einem ersten wichtigen Schritt, um Obama abzulösen. Wisconsin ist schließlich ein wichtiger Swing State. Ja, deswegen hat Romney Scott Walker im Wahlkampf auch massiv unterstützt. Im Gegensatz zu Präsident Obama, der hielt sich nämlich zurück. Ganz nach dem Motto, egal wie Wisconsin ausgeht, das hat keine Auswirkungen auf mich und die Präsidentschaftswahl. Und er fährt wohl ganz gut mit dieser Strategie. Die Exit-Polls zeigen, dass Obama derzeit mit 6 Prozentpunkten vor Romney in Wisconsin führt. Allerdings, 2008 hatte er dort mit 14 Prozentpunkten Vorsprung vor